Jo, und da sind wir schon wieder. Jetzt, wie gesagt, mitten im Badezimmer, wo wir jetzt eigentlich, jo, eigentlich braucht man hier gar nicht mehr so viel machen, ne? Guck mal, hier ist nämlich zum Beispiel so ein Spiegelschrank. Den kannst du ja, wie gesagt, wenn das immer hier so gelb markiert ist, dann kannst du das ja nicht wegnehmen. Kannst du das wirklich nur verwerten, das ist ein bisschen schade. Aber naja, was soll's, man kann nicht. Man kann nicht alles haben. Also hier muss ich jetzt eigentlich, hier brauche ich jetzt eigentlich bloß noch einen kleinen Schrank hin, ne? Hier, guck mal, der passt doch schon. Neben der Dusche möchte ich jetzt nicht unbedingt direkt so einen Schrank haben, aber hier. So schön im Waschbecken. Dann könnte man eigentlich hier noch so eine. Naja, gut, hier so eine Lampe drin ist eigentlich. So eine alte Stehlampe jetzt, meine ich. Wäre jetzt nicht so. Wäre jetzt nicht so treffend hier drinnen, aber. Licht kommt auf jeden Fall. Oder eine schöne Disco-Kugel. Wäre auch noch was. Nee, nee, Quatsch. Wir machen hier einfach wieder so eine. Zack. Geht, ne? Jo, das geht. Das kann man wirklich schon so lassen, das Bad, ne? Das sieht. Sogar das Klo sieht noch richtig gut aus, Mensch. Klopapier haben wir zwar nicht mehr. Also wenn das für Klopapier sein soll, was ich aber ganz stark vermute. Aber sonst, Hut ab. Also das Bad sieht wirklich noch sehr gut aus. Hier haben wir noch die Waschküche. Hier hätten wir auch noch ein Räumchen. Eine ganz kleine Nische. Aber so denn, wollen wir mal schauen. Die Küche. Küche und Wohnzimmer ist das ja gleichzeitig, ne? Das sieht man ja hier, ist ja der Kamin. Und hier ist so eine Art Abteiler. In Form von so einem schönen Tresen. Nicht verkehrt. Und dann, würde ich sagen, fangen wir erstmal einfach mit Stühle an hier in der Ecke, ne? Da möchte ich dann nämlich ganz gerne so eine. Oh, der ist ja schön. Pass auf, das nehmen wir jetzt auch. Zack. Ja, ich müsste natürlich auch erstmal gucken, wie groß so ein Tisch ist, ne? Aber schön wird natürlich schon 6 Stühle, ne? Also 2, 3, haut das hin? Ja, der könnte noch ein bisschen. So, jetzt soll ja auch, naja, so halbwegs wenigstens noch was aussehen, ne? Ne, Quatsch, Behälter nicht, Tische. Ach, guck mal, hier ist sogar so ein. Den kannst du dann hier irgendwo ranmachen, ne? Auch cool, ne? Ja, jetzt bin ich wieder ganz woanders gewesen. Guck mal. Oh, hier, guck mal. Ah, der ist ein bisschen zu klein, ne? Der wäre ja richtig. So. Guck mal, ja, durchkommst du hier auch noch sogar? Wir müssen die Stühle jetzt einfach nur noch ein bisschen. So. So. Und. Na. So. Naja, sieht jetzt. Der sieht jetzt so clean aus da, ne? Mach ich da lieber von dieser Seite aus. Geht ja einfacher. Zack. Und der steht. Okay, also muss der ungefähr so. Oder? Doch, ne? Geht. Das geht. So, das gleiche jetzt nochmal von dieser Seite, wo wir jetzt gerade schon stehen mit den Stühlen. Einmal drehen, bitte.
So. So. Eigentlich können wir die ja schön dicht ranschieben, ne? Die da hinten können ja ruhig weiter abstehen, aber die können ja schön dicht da unter. Mensch, ist das schon, sieht schon nach was aus jetzt hier, ne? Auch wieder. Ja, ist das, schon zu dicht. So. Ich stelle die jetzt erstmal hin hier, so zack. Macht sich ja so viel besser hier von dichten, ne? Und dann muss der Sohle. Ja, komm, noch ein Stückchen ran. So. Und jetzt du noch. So. Ja. Mensch, das kann sich echt sehen lassen, ne? So, hier kann dann diniert werden. So, weiter zur Küche. Naja, Küche eigentlich gar nicht mehr, ne? Eigentlich können wir direkt. Oh. Eigentlich können wir direkt umsteigen ins Wohnzimmer. Und da stellen wir auf jeden Fall hier auf diese Seite erstmal einen Fernseher hin, ne? Was machen wir? Dann nehmen wir auch. Dann nehmen wir so einen hier, wa? Der ist cool. Na, so, ein bisschen schräg. Ganz leicht schräg. Dann kommt nämlich. Pass mal auf. Den brauchen wir eh auch noch, denn nachher. Den finde ich nämlich cool, den Hocker. Für die Füße. So, dann sind wir wieder bei der Sitzmöbel. Wir müssen ja nicht in jedes Haus die gleiche Couch nehmen. Die finde ich zum Beispiel nämlich auch eigentlich ganz cool. Wenn wir die denn jetzt direkt da so mit dran machen. So. Ich meine, gut, ist irgendwo ein bisschen blöd, ist es ja auch. Da kommst du drin, hast du direkt die Couch in der, im Blickfeld, ne? Aber naja. Hässlich ist es natürlich nicht. Sessel. Wo sind die Sessel? Davon gibt es anscheinend nicht so viele, ne? Müsste eigentlich auch. Am besten wäre ja auch, wenn es genau der gleiche ist, ne? Also von der. Also farblich jetzt von der Couch, ne? Aber ist einfach nur ein Zweisitzer, ne? Ja. Ja komm, dann nehme ich jetzt eben den hier. Wo war denn der? Der hier. Ne, oder der? Ne, das ist ja bloß ein. Das ist ja mehr ein Stuhl. Guck mal, der. Was denn? Ey, pass auf hier. Guck mal, wenn er den jetzt. Ich muss ihn erstmal wieder platzieren. So, jetzt. Wenn wir den jetzt denn hier noch so schön. Also bald ein bisschen zu dicht, ne? So. Dann müsste der Fernseher aber noch ein bisschen weiter. Ein bisschen weiter rum, ne? So. Ja, das kann man eigentlich. Ne? Also jetzt ein bisschen zu viel vielleicht wieder, ne? Wenn du denn auf der Couch sitzt. So, jetzt aber. Komm. Ja, doch, das sieht noch ganz gut aus. Und jetzt den coolen Hocker. Muss ja nicht immer hundertprozentig gerade stehen alles, ne? So. Guck mal, dann können wir hier, könnten wir jetzt auch noch einen schönen Tisch hinstellen. Tisch, hier. Und da möchte ich jetzt ganz gerne den nehmen, den ich eigentlich auch schon drüben erst nehmen wollte. Der mir auch so gut gefallen hat. Das war nämlich der hier. Den finde ich eigentlich auch ganz cool. Und denen so. So. Hau das hin. Ja, komm. Das geht, ne? Eigentlich könnte man da ja dann auch noch was hinstellen, ne? Dann müsste der Tisch aber, glaube ich, doch noch ein bisschen weiter wieder nach da, ne? Sonst wird das alles zu eng hier.
Und da nehmen wir dann auch noch mal so einen kleinen. Was waren bei Regale noch mal? Ach genau. Nee. Der ist zu hoch. Passt da nicht dieses eine Zeitboard hin? Das eine Zeitboard sah ja eigentlich auch ganz, ganz gut aus eigentlich, ne? Das hier. Ah, ist zu breit. Scheiße. Das hat sich eigentlich ganz cool gemacht da, ne? Na, da war aber noch eins, ne? Aber das war, glaube ich, auch genauso breit, oder? Hä? Waren hier nicht zwei? Das ist der hohe Schrank. Huch! Das ist der hohe Schrank. Ich könnte schwören, hier waren zwei. Hm. Dann darf man. Passen davon drei nebeneinander? Nee, ne? Nee. Niemals. Oder doch? Nee. Scheiße. Scheiße. Ne, komm, ich muss jetzt hier irgendwas nehmen. Behälter, da muss ja irgendwas hinpassen. Nehme ich den einfach, wa? Und wenn ich. Hm. Ja, das ist natürlich. Echt, hier kannst du dich stundenlang mit aufhalten, mit dem Kack. Hier kannst du dich wirklich stundenlang aufhalten. So? Oder was? Oder wie, oder was? Bleibt so. Und hier kommt jetzt noch so eine schöne. Licht. Gib mir mal Licht. Ja, hier Licht. Da möchte ich ganz gerne nochmal diese haben. Die denn. Naja, gut, so cool ist die da nicht, ne? Ne, da muss was anderes hin. Was ist denn das hier? Stroboskoplicht. Ne, da stellen wir dann was anderes hin. Irgendwie schade, dass man hier keine Pflanzen hat, ne? So eine schöne Pflanze da zu stehen, wäre eigentlich auch noch ganz, ganz schön gewesen. Dekoration. Sonstige, was haben wir denn hier noch? Naja. Wollen wir uns hier so ein Nuka-Cola-Ding hinstellen? Oh ne, der braucht ja Platz, wieso? Guck mal, hier können wir noch ein kleines Radio aufstellen. Dann nehmen wir jetzt mal das aus Diamond City, ne? Ach so. Freedom. Hier, Diamond City Musik. Läuft dann da. So. Passt hier jetzt aber vielleicht noch dieser. Wo war denn das jetzt noch? War das auch hier? Und dann? Betten? Nee. Dekoration war das da auch? Ach genau, hier bei Bodenbelege, ne? Bodenbelege und dann dieser. Passt der hier jetzt noch hin? Na! Genau. Guck mal. Schön. Na bitte. Sieht doch schon auch relativ wohnlich aus jetzt, ne? Kann man bald so lassen schon, würde ich sagen, ne? Ich finde das eigentlich schon ganz cool so. Und hier könnte dann ein paar so eine Bilder noch hin oder was weiß ich. Können wir auch noch machen. Leider nicht mehr heute, Leute. Denn die Zeit ist wieder mal rum. Ich muss mich von euch verabschieden, leider Gottes. Hoffe, dass es euch wieder gefallen hat. Wenn ja, lasst doch einen Daumen nach oben da. Ich würde mich freuen darüber. Und wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Fallout 4. Also, haut rein!